Der FCA steht am Scheideweg. Denn obwohl die Mannschaft schon seit 6 Spielen ungeschlagen ist, bleiben die Verfolger im Abstiegskampf auf Tuchfühlung. Auf den Relegationsplatz sind es nur 2 Punkte Abstand. Und die Topspiele gegen Bayern und Liverpool sind schon in greifbarer Nähe. Doch Coach Markus Weinzierl will sich nicht verrückt machen lassen und konzentriert sich nur auf das nächste Spiel gegen Frankfurt. Es wird eng, es wird ein Spiel auf Augenhöhe werden, wo sie natürlich in der Offensive sehr viel Qualität auch haben mit Alex Meyer. Und den gilt es in den Griff zu bekommen. Es gilt gut zu verteidigen, es gilt an die letzten Spiele anzuknüpfen und offensiv natürlich auch in der Umschaltbewegung und auch aus dem Spiel heraus gefährlich zu werden. Und ich hoffe natürlich, dass wir erfolgreich sind. Der bereits angesprochene Alex Meyer ist wieder in der Spur und trifft nach Belieben. Weinzierl warnt vor dem Torschützenkönig der letzten Saison ganz besonders. Weil er unheimliche Quote hat in den letzten Jahren, jetzt wieder dreifach getroffen hat und er einfach ein exzellenter Stürmer ist. Da kann sich die Eintracht glücklich schätzen über so einen Knipser da vorne drin. Und wir müssen schauen, dass wir ihn nicht ins Spiel kommen lassen, individuell. Natürlich unsere Spieler darauf vorbereiten, aber als Mannschaft gut gegen den Ball arbeiten, um den Druck wegzuhalten, um sie nicht in 16er reinzulassen, weil da definitiv Meier seine Qualitäten hat. Die Qualität von Nikola Djurdjic wird es wohl in Zukunft, zumindest beim FCA, nicht mehr zu sehen geben. Weinzierl passt die Einstellung des Serben gar nicht. Ich finde, dass wir Spieler brauchen, die Spaß haben, hier Gas zu geben und die sich mit der Aufgabe hundertprozentig identifizieren. Und das ist die erste Grundvoraussetzung. Egal, ob einer groß, klein ist, ob er 2 Fehler macht oder 4 Fehler, er muss bereit sein, hier 100% abzurufen. Und das ist die Grundvoraussetzung für mich und von der mache ich sehr viel abhängig. Weil wenn ein Spieler nicht will, dann ist er auch nicht so bereit, 100% eben zu geben. Und das ist bei Nico das, was mich bewegt und auch zum Nachdenken bringt. Ganz anders sieht es bei Routinier Markus Vollner aus. Der Vertrag des Allrounders läuft im Sommer aus. Fortsetzung sehr wahrscheinlich. Natürlich möchte ich noch ein paar Jahre spielen. Ich bin topfit. Der Verein hat mir auch schon signalisiert. Wir werden uns dann zusammensetzen in ein paar Wochen und uns unterhalten. Und wie gesagt, ich fühle mich sehr wohl in Augsburg. Genieße die Zeit hier und versuche natürlich dann bereit zu sein. Zurück zum Frankfurt-Spiel. Kajubi fällt wegen einer Gelbsperre aus. Und auch Werner ist noch nicht wieder fit. Allerdings hat Weinzierl einige Optionen für die linke Seite. Zum Beispiel G. In der Aufstellung haben wir auch schon gewonnen. Und als Trainer hältst du dich immer wieder an Möglichkeiten fest, die erfolgreich waren. Aber auf der anderen Seite könnte auch Max offensiver spielen, Staffelidis hinten links spielen. Mehrere Möglichkeiten. Eswein könnte links spielen. Also, wir haben Varianten. Egal, welche Aufstellung es dann am Ende wird, alle FCA-Fans hoffen natürlich, dass die Serie der ungeschlagenen Spiele noch einmal verlängert wird.